Dann bau doch von oben. Die Frage ist, ob. Nee, ob das schneller gehen würde. Weil ich da ja im Schleichmodus unterwegs sein müsste. Müsste mal ausprobieren. Tralalali, tralalala, tralala, hops, das, 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 das. Ja. Hier ist irgendwas? Roti? Du hast gerade so komisch gelacht. Wenn das Lachen war, dann möchte ich nicht wissen, was aus dem. Nein, sag ich nicht. Also für mich hat sich das nach einem halbwegs unterdrückten Lacher angehört. Nein, war's überhaupt nicht. So klappt das doch relativ zügig. Geht, ja. Zumindest um etliches schneller als das, was ich gerade hatte. Hallo. Was, hallo? Hau ab. Lass mich mit deinem Feuerzeug in Ruhe. Jetzt alles abbrennen. Nee, jetzt ist ja langweilig. Jetzt ist ja Hier noch kommt nicht fertig. Feuerzeug. Am Ende noch schnell. Eine Fackel hingestellt. Ist mein Feuerzeug. Ob dem merkst, dass ich ihm nachlaufe? Jetzt vielleicht schon. Den du es gesagt hast. Hau ab! Haust du jetzt ab? Nippe. Wie war das denn? Jetzt lass einen halben Baum stehen. Ja. So, das weg. Das weg. Lass doch stehen, sieht gut aus. Das ist. Sehe ich gerade, dass Das das. ist. Oder ich hab's gerade gesehen. Das waren eine gleichmäßige Abstände. Ich bin gut. Ja. War alles gewollt. Natürlich. Fragt Äh, aber, wo ja, ist genau jeder? wie der. Der auch gewollt. Das sind Akzent. Ja. Mit einem Das Blick. sind Akzente, die da gesetzt werden. Ja, ein Das zweiter sind Akzent. Achseln sind das. Achseln. Ekzeme und so. Das ist. Extremitäten und was es nicht noch alles gibt für schöne Wörter. Gesundheit. Genau der war's auch. Danke. Bitte. Wo ist denn? Ach ja. Ach ja, um nochmal eine Anlehnung an das gerade erst Einschnutter. vor kurzem zu Ende hochgeladene Bomberman-Projekt zu machen. Du erinnerst dich doch an den Creeper, der da bei uns vor der Hütte war vorhin, ne? Ja. Und wer hat ihn getötet? Ich. Und wer hat fast sämtliche Bomberman-Bosse getötet? Nicht Schlagerhüter. Anfängerglück. Ja. Na, warte mal, es gibt ja noch ein paar Folgen von Bomberman, die man zu zweit spielen kann. Ich warte drauf. Ach ja? Na gut, im Moment habe ich viel zu viele andere Projekte, aber egal. Ich Eben. warte drauf. Hört sich gut an. Mhm. Fackel weg. Hübsch. Jo. Jetzt gehen wir in den Keller, der kein Keller ist, aber egal. Ist meine Hübsch gut. Hundehütte. Ja. Groß. Da kommen die nassen Hunde rein. Damit. Was war das? Der ist verreckt. Das sollte was Ja. anderes werden. Der war nicht mit V-Power getankt. Mit E10. Ja, das ist mit Mara getankt. Ich bin doof. Und jetzt darfst du den Abonnenten was erzählen, was sie noch nicht wussten. Das Wie einzigste man. Säugetier, was nicht springen kann, ist der Elefant. Was? Okay. Ja, das ist was, was du nicht weißt. Vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, zack, zack, ganz Fünf, viele acht, Zäune. sieben, drei. Ich verstehe Nö. das Spiel immer noch nicht. Wer die höchste Zahl sagt.
Achso. Ja, lass man doch. Jetzt habe ich ein Stack Zäune, das ist garantiert viel zu viel. Ja. Das ist eine zu hohe Zahl. Und es wird, würde ich gerade sagen. Ich würde auch gerade sagen. Ich bin weiter südlich. Ich sehe das zuerst. Das stimmt sogar. Mhm. Ich habe einen Kompass. Kompass. Ja, ist klar, ich habe schon gesehen. So, der letzte Baum für heute. Ach was. Hä? Ich sehe hier noch schnell die Umzäunung von der Veranda. Kannst du schon mal ins Bett gehen? Ich komme dann gleich nach. Mal aufwärmen das Bett. Für uns. Also dich. Scheiße, das, ja, das hat nicht gereicht. Sau hier. Du bist schuld, du musst sterben. Fleisch ich. Abbauen. Nee, nicht du, Roti. Das Schwein, also doch Roti. Ja. Ich lieg schon mal im Bett. Jetzt fühle ich mich aber genährt, geehrt. Genährt, ja. Geehrt. Ach, scheiße, ich geh hoch. mach mal da die Tür dann zu, bitte. Nö, lass das offen. Echt viel zu warm drin. Ist offen. Und dann kommt der Creeper und dann ist kuschelig. Ja. Es kuschelt aber nur einmal. Und dann, jetzt habe ich was aufgehackt. Darfst du das? Ich hab nee. Gemacht. Sehr froh, dass du die Tür nicht mit dem Feuerzeug aufgebrannt hast. Das ist aber sicher. Reicht. Ich glaube, jetzt haben sie alle verstanden. Ja, ja, ich habe unser Let's Show-Projekt, das Hotel, abgefackelt. So. Ich bekenne mich auch dazu. Und ich hab's gern gemacht. Aber das geht ja noch. Stell dir mal vor, es wäre die Achterbahn gewesen. Und die hättest du dann im Original nochmal nachbauen dürfen. Mit derselben dann Streckenführung. Dann hätte ich mich vor Ort, glaube ich, gekillt. Och, gekillt hast du dich ja auch in dem Projekt oft genug. Hier, ich habe schon mal einen Zugang gemacht zum nächsten Bereich. Schon klar. Ja, es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Hier in Richtung Süden nochmal eine Erweiterung später dran bauen. Mich auch. Nein. Dann nicht. Kannst du hier machen. Hm? So eine Abdinger da. Hm. Ein bisschen Zäune hinsetzen. Hm, egal. Blub. Wie riecht's nach Essen? Ist aber schön, dass man jetzt hier in Minecraft 1.7 auch auf die Zäune Fackeln tun kann. Und Zäune direkt übereinander stapeln kann, ohne diesen Block da drunter Trick anzuwenden. Habe ich schon mal erwähnt, dass Schneeblöcke nicht wegschmelzen, wenn man da Fackeln dran tut? Ja. Ja? Wieso? Weil der Schneeblock hier immer noch steht. Ja. Das war auch normal, ne? Aber ich glaube, ich mache hier mal eine Beleuchtung mit Lava-Spots rein. Was haltet ihr von der Idee? Ich mache die Beleuchtung nicht. Du weißt denn, was das endet? In einer Katastrophe. Haben Schwein gefunden. Hast du bestimmt nicht. Doch. Ich bin nicht in der Nähe. Jetzt hau ich mich auch noch selber in die Pfanne. Oh Gott. Wenn du drauf stehst. Ich muss ja verzweifelt sein. No. So, jetzt haben wir doch schon mal so ein bisschen Haus. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden wir hier schon wieder dran sitzen, aber genug. Stunden vielleicht nicht, oder? Stunde. Doch. Stunde, ja, würde ich auch sagen. Ich kann ja mal nebenbei gucken, was die Zuschauer wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Die werden nur den Pausebildschirm sehen, vermute ich mal. Hoffst du mal. Gucke ich da. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen, hoffst du mal. 21. Das sollen nur 48 Minuten sein, kommt mir länger vor. Tja.
Ich sag doch fast Stunde. Stunde. Stunden. Student? Studenten. Aber ich glaube, so nehme ich in Zukunft auf. So kann ich zumindest mit dem HD-Pack flüssig aufnehmen. Ich weiß nicht, was es mit Minecraft 1.7 ist, wenn ich in andere Auflösung aufnehme. Ich weiß nicht, wie viel Holz du brauchst, aber du brauchst bestimmt genug, ne? Ich habe auch noch so... Genug wäre bestimmt die optimale Menge. Ich habe genau 6 Holzklötze noch. Aber ich hab noch... Was hab ich denn jetzt? Fast 4 Stacks. Ja nee, ich meinte 6 Wooden Planks habe ich noch. Achso. Ich komme mal vorbei. Irgendwer hört hier ganz laut Musik. Ich nicht. Bei mir hier zumindest. Ich höre ganz leise Minecraft-Musik. Ne, die höre ich zum Beispiel nicht. Wo läufst denn du rum? Wo sind denn die Bäume hin? Ich bin verschollen. Hier, da wächst doch schon nach. Na, ist okay. Wo ist denn der Herr? Ich weiß auch nicht, ob ich zurückfinde. Mhm. Schon mal gut. Ich lauf mal den Setzlingen hinterher. Ja, ich hab nicht überall Setzlinge gesetzt. Setzlinge gesetzt. Ist gut. In welcher Richtung bist du gelaufen? In allen. Im zweiten Block links. Und wenn du den Mond siehst, dann rechts. Ja. Zumindest der Vollmond. Ja. Den anderen Mond nicht, den Halbmond. Ach, da ist die Sonne. Ich hab gerade geguckt, wo die steht. So, dann haben wir ja aber immerhin mal ein bisschen was geschafft. Aber mir fällt gerade ein, ich wollte doch mal gucken mit dem Wasser, ob ich da jetzt eine Eiswand machen kann. Hätte auch Style. Erstmal nur zum Ausprobieren. Mal entgegen. Also ich bin hier. Er ist da. Ich bin hier? Nee, hier ist nichts. Hier ist keiner. Da sind Setzlinge ganz viele. Ich finde schon wieder zurück. Na, 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 na. So, dann. Ach, hier ist ein schöner Fleck. Einfach mal da ein Loch. Falls ich nicht mitkriege, weil ich gerade mitten im Baum bin. Wenn es dunkel wird, bitte mal Bescheid sagen, wenn ich mich auf den Rückweg mache. Ach, es ist schon seit einer Viertelstunde Nacht. Ach du Scheiße. Voll der Wasser. Oha. So sollte das eigentlich nicht sein. Okay. Wieso schwimmst du schon wieder weg? Nein. Warum zur Hölle fließt das nicht so, wie ich will? Er hat gerade auch nicht so runter. Klopfen, ich komme ja gleich. Bei mir klopft's. Ja, das hört man. Das Wasser ist doof. Versuche ich das mal ein bisschen anders. Das Wasser ist doof, ich nehme anderes. Ja. Das Gelbe nehme ich heute. Was passiert denn, wenn ich Dreck? Dann nehme ich das Grüne. Aha, wer drauf steht. Was passiert denn, wenn ich das jetzt so baue? Kann ja auch so das Rote baue? Nehmen, aber... Nee. Nein! Das war schlau. Echt? Nee. Das war Ironie. Meinst du? Meine ich. Und wenn das jetzt wirklich schlau war? Dann nicht. So, dann bauen wir hier mal weiter zu. Ich will einfach nur eine gerade Wassersäule haben. Ja. Ja, ja, ja. Wollen wir das nicht alle? Die gerade Wassersäule haben. Zu einfach. Du Kackbratze. Schön. Der Baum hört überhaupt nie auf. Tja. Also irgendwie verhält sich das Wasser im Moment komisch.
kann nicht springen. Irgendwie hänge ich mich gerade auf. Ah. Huh. Fies. Sag mal, haben wir einen Zirkus in der Stadt? Was ist, wie geil ist das denn? Das ist aber auch nicht normal, dass das hier jetzt so sich so weit ausbreitet. Überschwemmung. Und du? Und was passiert, wenn ich dann einfach mal das da oben zulasse und da aufmache? Dann bleibt's da drin. Ja, logisch. Versuchst du immer noch in Videospielen Logik zu finden? Ja, ich versuche es noch. Es soll sie auch irgendwo geben, viel, aber... Viel Spaß, das tue ich schon seit 20 Jahren bestimmt. Mhm. Irgendwo soll es noch geben, irgendwo ein kleines Fleckchen Logik. Hast du 2-3 Jahre alt warst, hast du in Videospielen nach Logik gesucht? Ja, 4. Oder so. Habe ich jetzt so ausgerechnet. Wow. Ja, ganz schnell ausgerechnet. So, jetzt bleibt das Gebilde hier stehen. Es wird dunkel. Okay. Und dann mal gucken, ob diese Wassersäule erstarrt. Oder ob nur das Wasser da oben erstarrt und der Rest verschwindet. Und weiß es nicht. You can only sleep at night. Es ist noch nicht Nacht. Jetzt darf ich schlafen. Ja. Du hast eine Wassersäule gebaut. Ja. Wie kommst du denn darauf? Keine Ahnung. Wer hat den Weg zurückgefunden? So schon mal was, oder? Ja. Wo hast du bitte das Birkenholz her? Von einem Baum, du wirst es kaum glauben. Wir sind in einem Schneegebiet. Nicht da, wo ich war. Der war ja kilometerweit weg. Gib zu, du warst in meiner Animal Farm, an dem, was meine Animal Farm werden sollte. Nein, du kannst ja mitkommen. Nee, du wolltest mir Holz geben. Zu spät. Bewegen Sie Ihren voluminös geformten Allerwertesten hierher. Bitte. Oder zu Deutsch, schwing deinen fetten Arsch. Ey, da habe ich noch einen. Beim Heiraten, da kannst du auch was Gutes sagen. Mhm. Zumindest wenn du Pastor bist. Ah, ja? Ja. Sie können die Hackfresse ihrer Frau jetzt im Weizenmehl wälzen und die manasse Stelle küssen. Das wäre auch nochmal was. Lauf doch nicht weg! Gesundheit! Hä? Ja, bei mir hier hat's gerade gerülpst. Hä? Was rülpst denn da bei dir? Meine Ma. Ich warte auf Holz. Da bist du ja. Habe ich aber auch schon 4-mal gesagt. Wo bist du denn jetzt? Fleisch aufsammeln. Arsch. Noch mehr Fleisch! Also irgendwie... Fleisch rauswerfen. Da hast du Fleisch. Bin grad voll. Gesundheit! Hier ist ein Abgrund. Darf der da sein? Nein. Da könnte man aber auch noch was Schönes machen. Irgendwie was da drüber bauen, mit Glasboden oder so. Ein Pool. Man kann auch hier durchs Loch fallen. Ist auch eine Idee. Meinst du? Ein Pool in der Schneelandschaft. Ja. Ich habe übrigens Pilze gefunden. Für die ganz harten. Rote oder braune? Braune.
Habe ich, glaube ich, genug, egal, nimm mal mit. Oder habe ich rote? Oder habe ich beide? Weiß ich nicht. Eigentlich wäre eine Pilzsuppe mal stylisch. So, ich schmeiß mir dann hier erstmal Fleisch hin, in der Hoffnung, dass es wieder verschwindet oder auch nicht. Weil ich brauche Inventarplatz für die Dinger. Hier könnte man einen guten Glasboden draufbauen. Das ist ja schön hier. Eine Kuh! Töte es! Tot. Fiste sie. Das ist ja cool. Nein, danke. Und ist unweit von deinem Haus entfernt. Was? Der Abgrund. Ah, ich sehe ja. Dein Haus von hier. Hallo. Wie ich später den Aufstieg gestalte, ist mir egal. Ich baue hier erstmal. Ich gestalte gar nichts an deinem Haus. Baue ich hier ein zweites Stockwerk drauf, ich bin oder? Das dumme Arschloch, ich bin das dumme Arschloch, was hier andauernd Holz sammelt. Nee, sag mal, Roti, baue ich hier ein zweites Stockwerk drauf oder mache ich hier direkt ein Dach? Mach, was du denkst, warte. Ich guck gleich. Ich komm, dich gucke. Ich komm nicht gucken. Warte. Würde eigentlich sein, ich komme hier jetzt noch ein Dach und dann vielleicht ein Miniaturdachboden draufzusetzen.